Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Ich habe euch den ersten Rhabarber mitgebracht. Daraus kochen wir auch gleich ein Kompott für unsere Torte. Dann brauchen wir auch noch Erdbeeren, denn es gibt eine Erdbeer-Rhabarber-Torte mit Sahnecreme. Wir bereiten einen lockeren Boden zu, darauf verstreichen wir das Erdbeer-Rhabarber-Kompott und darauf kommt noch eine Sahnecreme mit Schmand. Doch bevor wir loslegen, drückt noch schnell den Abo-Button und den kleinen Daumen. Das freut nicht nur YouTube, sondern auch mich. So, legen wir los. Für unseren Boden schlagen wir als erstes 3 Eier mit 80 Gramm Zucker und einer Prise Salz auf. Dafür nehmen wir unseren Schneebesen und dann sind wir auch ganz schnell fertig. Als nächstes sieben wir 100 Gramm Mehl, 20 Gramm Speisestärke und 6 Gramm Backpulver in die Schüssel. Nun heben wir alles mit einem Schneebesen unter. Zum Schluss geben wir noch 30 Gramm flüssige Butter dazu. Für unseren Tortenboden brauchen wir wieder eine 26er Sprengform. Auf den Boden kommt ein Backpapier und dann können wir auch gleich den Teig einfüllen. Den Boden backen wir etwa 15 bis 20 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Ofen. Unser Boden ist fertig gebacken und abgekühlt. Ich habe auch schon einen Tortenrinkum gelegt. Und nun bereiten wir unser Erdbeer-Rhabarber-Kompott zu. Wir brauchen 300 Gramm klein geschnittenen Rhabarber, 300 Gramm aufgetaute Erdbeeren, weil die so schön saften und ich hoffe, dass das Kompott ja auch richtig schön rot wird. 60 Gramm Speisestärke und 100 Gramm Zucker. Wir haben die süßen Erdbeeren, den sauren Rhabarber. Also ihr müsst das Kompott nachher unbedingt mal abschmecken, ob euch der Zucker auch reicht. Und nun schneiden wir den Rhabarber klein. Wir geben noch die Erdbeeren und den Zucker dazu und lassen alles so lange kochen, bis der Rhabarber weich ist. Als nächstes pürieren wir unser Kompott. Das macht sie am besten mit einem Pürierstab. Meiner hat gerade den Geist aufgegeben, deswegen muss ich mir etwas anderes einfallen lassen. Jetzt rühren wir noch schnell die Speisestärke mit 75 ml Wasser an. Geben Sie zum pürierten Kompott. Und lassen alles kurz aufkochen. Wir brauchen unser Kompott auch nicht abkühlen zu lassen, sondern gießen es so wie es ist auf den Boden. Nun darf das Kompott abkühlen, bevor wir mit der Creme weitermachen. Und schon geht's weiter mit unserer Sahne-Schmandcreme. Wir schlagen 400 Gramm Sahne mit 15 Gramm Sofortgelatine auf. Dann verrühren wir 200 Gramm Schmand mit ebenfalls 15 Gramm Sofortgelatine und 70 Gramm Zucker. Und dann heben wir die Sahne unter den Schmand. Wenn ihr gerade keinen Schmand zur Hand habt, nehmt ihr einfach Frischkäse oder Mascarpone. Das schmeckt zum Rhabarber auch sehr lecker.
Die Creme verteilen wir schön gleichmäßig auf dem Erdbeer-Rhabarber-Kompott. Nun beginnt unsere letzte Wartezeit. Die Torte muss 2 Stunden im Kühlschrank, damit die Creme auch fest wird. Zuletzt dekorieren wir die Torte noch ein wenig. Ich habe schon einmal 120 Gramm Sahne mit einem Teelöffel Sahne apart aufgeschlagen und die verteile ich jetzt hier oben drauf. Nun stecken wir noch ein Erdbeerscheibchen in jeden Sahnetuff. So sieht unsere Erdbeer-Rhabarber-Torte von innen aus. Wir haben einen locker leichten Boden, darauf das Erdbeer-Rhabarber-Kompott, darauf die Sahnecreme Schwand und obendrauf nur ein bisschen Dekoration. Das Rezept für diesen leckeren Frühlingskuchen findet ihr wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!